Sie greifen mich im Schlaf an. Ich werde sterben. Aber ich bete, dass sie Obadiah das Buch nicht gebracht haben. Sie müssen meine Mission übernehmen. Es gibt einen Weg, das Krivbeck nicht zu zerstören. Aber dazu müssen sie eine Pilgerfahrt unternehmen. Hoch in den Norden des Ödlands. Suchen sie einen Ort namens Dunwich. Dort steht ein Obelisk. Auch er ein Werk des Bösen. Er zerstört das Buch, wenn sie es nur dagegen drücken. Möge Gott sie auf ihrem Weg begleiten, mein Kind. Eilen Sie nach Dunwich, mein Herr. Ich bereue meine Sünden von ganzem Herzen. Wo ich Schlechtes getan und Gutes unterlassen habe, habe ich gegen dich gesündigt. Warum sollte er den ganzen Weg bis hier draußen auf sich nehmen? Papa ist schon länger etwas komisch, aber nicht in dieser Hinsicht. Er hat mich in diesem beschissenen alten Krankenhaus zurückgelassen. Ohne Taschenlampe und ohne mich zu wecken. Ich habe aus den Medizinverkäufen genug rausgeholt, um uns beide für Wochen in der Kolonie zu ernähren. Jetzt habe ich fast keine Rationen mehr. Meine Schuhe sind ziemlich fertig. Und ich renne immer noch hinter dem alten Spinner Richtung Süden her. Vielleicht hätte ich nicht so lange mit seiner Verfolgung warten sollen. Die Spur ist kalt. Werde mich eine Weile diesen Typen anschließen. Sie sagen, dass sie in der Gegend umherziehen. Vielleicht hat jemand Papa gesehen. Diese Typen sind nicht so, wie ich dachte. Mein Gott, sie haben diese Familie für einen Sack mit verfaultem Gemüse umgebracht. Sobald ich nicht in Gefahr bin, mir eine Kugel einzufangen, bin ich hier weg. Sind einem Wohnwagen begegnet. Trav hat das Kind nicht gesehen und wurde umgenietet. Ich habe mich um Tawny gekümmert und habe Thor eine verpasst. Habe dadurch etwas Essen von den Händlern erhalten. Noch besser, sie haben Papa gesehen. Sah nicht gut aus und hat immer noch das gottverdammte Buch. Der Händler sagt, dass es ihm Angst gemacht hat. Mir auch. Ist aber gut zu wissen, dass er noch lebt. Geht immer noch Richtung Süden. Er muss versucht haben, hier zu jagen. Ich erkenne seine Fallen. Am Horizont kann ich ein Gebäude erkennen. Dahin muss er gegangen sein. Wenigstens werde ich heute Nacht ein Dach über dem Kopf haben. Dieser Ort gefällt mir nicht. Und auch nicht der Geruch.
lässt mich erschaudern. Ich will keinen Schuss ins Blaue riskieren, ohne zu wissen, was da drin ist. Heute Nacht schleiche ich rein. Dieser Ort gefällt mir nicht. Und auch nicht der Geruch. Lässt mich erschaudern. Ich will keinen Schuss ins Blaue riskieren, ohne zu wissen, was da drin ist. Heute Nacht schleiche ich rein.
Raider haben Spukgeschichten von Zombies in den Ruinen erzählt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Aber so wahr mir Gott helfe, sie sind real. Nicht ganz, wie Thor erzählt hat, aber nah dran. Diese Dinger sehen aus... Ich glaube, sie waren wirklich mal Menschen. Heute habe ich Papa gefunden.
Ich erkannte ihn nicht. Aber das Gesicht. Die Zombies ließen ihn in Ruhe. Er wird zu einem von ihnen. Wusste nicht, dass er es ist, bis ich das alte Buch fand. Kein Töten mehr. Muss einfach weg. Kann das Buch nicht vergessen. Alles, was übrig blieb. Am Stein ist es warm. Ich werde mich eine Weile ausruhen.